Ich lese das Handbuch der Herrenschneiderei, Band 1, Verarbeitung von Hemd, Hose und Weste. Das ist dieses Buch. Und hier heißt es, das Werkzeug, nützliche Hilfsmittel. Und da gibt es kleiner Schneiderwinkel, großer Schneiderwinkel, das sind zwei rechte Winkel. Und so eine leichte Kurve, die da zu sehen ist. Armlochkurvenlineal, das ist wichtig. Ein bisschen schwieriger reinzukommen. Diverse Pappschablonen nach eigenem Bedarf, die stellt man selber her. Wie gesagt, Armlochkurvenlineal ist wichtig. Kann ich gerade mal zeigen. Auf der anderen Seite heißt es schon das Bügelwerkzeug. Bitte sehr. Das Bügelwerkzeug, das ist einmal das Ärmelbrett. Das kennt man noch, das gibt es auch von Wieleder. Großes Bügelbrett, Kisten, Schulterbügelkissen. Braucht man nicht unbedingt so. So ein Schulterbügelkissen hilft manchmal. Kantenklotz, der wird, Kantenholz, das wird gern benutzt. Dampfbügeleisen, auch nicht so schwierig ranzukommen. Sprühflasche, schweres Bügeleisen, das wird gerne benutzt. Das wird auch ein bisschen heißer als das, was man so normalerweise bekommt. Bügeltuch ist wichtig. Bienenwachs arbeiten auch relativ viele gerne mit. Und, wie gesagt, Bügeltuch und so ein schweres Bügeleisen, das auch heißer wird als das, was so Nichtschneider normalerweise verwenden. So. Dann geht es schon dann weiter mit die Handstiche auf Seite 10. Ich kann das auch mal gerade zeigen. Das wäre schon was für nächsten Sonntag. Tschüss.